Ich lese Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet der Stiftung Warentest. Und im Kapitel Hauthaare bin ich angekommen bei den Wunden. Und es gibt ein keimreduzierendes Mittel und andere Substanzen. Das ist die Wirkstoffgruppe. Und die beiden Präparate sind rot bewertet, wenig geeignet zur Wundpflege. Und ich lese jetzt einfach mal vor. Keimreduzierendes Mittel und andere Substanzen. Als erstes Benzetonium, Glycerol, Harnstoff, Natriummalginat, Natriumdihydrogenphosphat, Natriummonohydrogenphosphat und Polidocanol. Die Bewertung rot, wenig geeignet zur Wundpflege, nicht sinnvolle Kombination. Benzetonium kann leicht Allergien auslösen. Und das nächste Präparat ist Piolysin und Zinkoxid und Salicylsäure. Die Bewertung rot, wenig geeignet zur Wundpflege. Die therapeutische Wirksamkeit ist nicht ausreichend nachgewiesen worden. Benzetonium, der erläuternde Text ist das jetzt. Benzetonium ist ein chemisches Desinfektionsmittel, in Klammern Antiseptikum, das leicht Allergien auslösen kann. Harnstoff erhöht den Feuchtigkeitsgehalt der Haut und trägt dazu bei, sie weich und geschmeidig zu halten. Polidocanol wirkt örtlich betäubend und soll auf diese Weise Schmerzen lindern. Brand- und Wundgel Medice soll vor allem bei kleinen Hautverbrennungen kühlend und dadurch schmerzlindernd wirken. Wegen der nicht sinnvollen Zusammensetzung ist es aber wenig geeignet. Piolysin ist ein Filtrat aus verschiedenen Bakterienkulturen. Piolysin ist ein Filtrat aus verschiedenen Bakterienkulturen und soll Stoffe enthalten, die Bakterien bekämpfen. Die therapeutische Wirksamkeit gilt jedoch als nicht ausreichend belegt. Deshalb ist dieser Stoff und seine Kombination mit anderen Wirkstoffen zur Behandlung von Wunden und zur Wundpflege wenig geeignet. Wichtig zu wissen. Wenn sich die Haut rötet, brennt, juckt und sich Bläschen bilden, vertragen Sie das Medikament vermutlich nicht. Dann sollten Sie es absetzen. Haben sich die Hauterscheinungen auch einige Tage danach nicht merklich gebessert, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Das Ganze geht weiter mit pflanzlichen Wundpflegemitteln und das ist Hamamelis, Kamille und das ist grün bewertet, geeignet zur Wundpflege.